Hi Leute, hier ist wieder Lorenz Lazzaro mit, Let's Play, Let's Show 3DS Demo Versionen. Heute habe ich gleich 5 Demo Versionen da, die ich jetzt schauen kann. Und wir fangen einfach mal an mit Monster Hunter 3 Ultimate Demo. Das hatte ich eigentlich schon aufgenommen innerhalb von 2 Parts, weil es wirklich sehr viel zu zeigen gibt. Ja, das ist aber leider abhanden gekommen, weil mein Laptop abgeschmiert ist. Haben vielleicht einige mitbekommen mit der Festplatte und so, die kaputt gegangen ist. Aber gut, ja. Ich war damals nicht erfolgreich mit der Mission, mit den Missionen, die hier angeboten werden. Vielleicht schaffe ich es diesmal. Mal schauen. Capcom. Cha-Cha-La-Tip-Alipa-Dings. Okay. Monster Hunter 3 Ultimate Demo. Ach nee, das Demo ist jetzt nicht so episch. Sprache ist, glaube ich, klar. Wir machen mal starten. Das Ganze ist mal wieder nicht blind. Ja, das ist... Genau, wir können einmal leicht für Frischlinge, das ist mit Sicherheit nicht für Frischlinge oder auch nicht leicht, das ist schon ziemlich schwer eigentlich. Da können wir den Lagombi jagen, das ist so ein fettes Eisvieh. Da hat man 20 Minuten für. Oder wir können auch in 20 Minuten den Plesiov jagen. Das ist für mich unschaffbar, glaube ich. Aber ich kann das dann im zweiten Part zeigen. Im ersten Part machen wir jedenfalls den Lagombi. Ja. Es gibt verschiedene Klassen, die man auswählen kann. Ich nehme heute mal meine Lieblingsklasse erstmal, und zwar die Doppelklingen. Wir müssen den Lagombi jagen. Das ist machbar, aber verdammt schwer. Ja. Ich fange erstmal an mit Gesten. Das finde ich persönlich ganz witzig, was es da so gibt. Man kann auch schimpfen. Schimpfen ist die coolste Geste eigentlich. Da wird nur so rumgetrampelt. Naja, es gibt jedenfalls verschiedene Gesten, die man machen kann. Und ja, wir laufen hier rum und jagen. Uhrzeitviecher können auch Items einsetzen. Jetzt habe ich gerade einen Trank verschwendet. Ja, das ist die Karte. In so leicht helleren Flecken sieht man dann, wo der Lagombi sein Unwesen treibt. Und aktuell ist er sogar ziemlich nah bei uns. Ach du Scheiße. Erstmal gehen wir aber hier auf diese komischen Mammutviecher. Ja. Was soll man sonst machen, ne? Das einzige Mal bisher, dass ich den Lagombi erledigen konnte, es war mit der Langschwertklasse. Die ist auch ziemlich gut, wenn man sie drauf hat. Aber es ist schwierig, da immer die richtigen die richtigen Kombos einzusetzen. Deswegen nehme ich heute lieber mal meine Lieblingsklasse. Das Langschwert ist allerdings so meine Zweitlieblingsklasse, könnte man sagen. Also auch schon ziemlich gut. Hier brauchen wir irgendein Werkzeug, für was wir nicht haben. Und ja, schon geht's an die Schlacht. Sowas. Davon ist der Lagombi. Und er sieht grimmig aus. Nicht. Feuerwaffen. Und wir können unsere Waffen aufwerten. Ja. Also zumindest so kurzzeitig. Jetzt sind sie schon wieder normal. Und wir müssen es, glaube ich, ziemlich schnell versuchen, den Lagombi zu schwächen. Das habe ich bis jetzt immer gemacht. Oh, nebenbei noch ein Rentier oder so gemetzelt. Wir werden den Lagombi nicht schnell erledigen können. Das ist relativ unmöglich. Da muss man schon ein bisschen länger draufhalten mit seinen Kumpels hier. Und ich bin immer noch überrascht, dass ich bislang noch nichts abbekommen habe hier. Naja, läuft bislang ganz gut.
Aber ich innerlich zittere ich vor Furcht vor diesem fetten Riesenvieh. Noch habt ihr nicht gesehen, wie stark der ist. Aber der zieht schon ordentlich. Ja, zum Beispiel jetzt hat er mich in so eine Schneekugel gebracht. Jetzt muss ich warten, bis mein kleiner Kumpel mich wieder heilt. Und ansonsten wäre ich hier auch ziemlich aufgeschmissen, wenn der mich nicht heilen wird. Und schon, obwohl, bislang haben wir noch gar nicht so viel Energie verloren oder so. Aber der Lagombi hat auch nicht viel verloren. Ja, scheiße. Wir haben ja gar keine Power. Okay, das geht dann soweit. Wo ist er? Da ist er. Oh, scheiße. Metzeln. Boah, ich hab's sogar geschafft, ohne dass er mich gekillt hat, quasi soweit. Oder umgeworfen. Ja, bislang läuft's ganz gut, muss ich sagen. Lief es ganz gut. So, jetzt hat er seinen Lauf. Wo ist er hin? Ja. Aber wir haben ihn schon leicht beschädigt, glaube ich. Leicht beschädigt, genau. Beschädigt trifft es nicht ganz gut. Ja, da. Ja, da hätte ich wegspringen müssen. Jetzt habe ich ihn nicht erwischt, aber er mich. Das ist auch schön. Nicht. Unsere kleinen Kumpels helfen uns eh kaum. Die helfen eigentlich in erster Linie nur mit Heilung von Statusproblemen und so. Oder mit kleineren Viechern, aber mit dem Lagombi, da können die uns nicht gerade helfen. Scheiße. Aber ich habe das Gefühl, wir sind schon gar nicht schlecht dabei. Da habe ich schon mal deutlich schlechter angefangen. Vielleicht war es gut, dass wir ihm so früh begegnet sind. Und wir haben ja noch eigentlich alle Zeit der Welt. Also zeitliche Probleme werden wir hier so schnell nicht bekommen. Naja, ah scheiße, da war er. Ich wechsle mal kurz die Ausrüstung zur Fassbombe. Die ist ganz schön. Die mag ich ganz gerne. So. Sprintsaft ist vielleicht ganz gut. Die komischen Leute, die uns umrennen wollen, werden, glaube ich, nicht viel davon haben. Megatrank erstmal einsetzen. Und dann geht's auch weiter mit der großen Schlacht gegen den Lagombi. Wobei der uns natürlich jetzt erstmal versucht rauszuwerfen, das ist klar. Ja, jetzt wirft er uns auch raus. So, Schwachsinn. Ups, wollte ich nicht. Unser Typ ist sogar noch da gewesen. Mithilfe des Sprintsafts habe ich jetzt aber zum Glück unendlich rote Energie hier. Aber Lagombi ist schon leicht verwundet. Wir können ihn jetzt nochmal ordentlich auf dem Boden platt machen. Ja, das läuft ja super heute. So gefällt mir das. Und das Schöne ist auch an diesem Spiel, das ist sehr realistisch, wie ich finde, je mehr man ihm quasi Schaden macht, desto weniger schnell kann er abhauen. Also, oder desto öfter mault er sich. Wie hier. Das ist ja wohl schon sehr genial für uns, wie er sich hier, ja, fallen lässt. Aber jetzt heißt es draufhalten.
aber drauf. So. Es läuft halt besser als je zuvor, wahrscheinlich. Aber unser Sprintsaft ist aufgebraucht, schade. Na warte, du Drecksding, ich klopp dich. Ja, jetzt will er fliehen. Das Problem ist, wenn er flieht, dann wird er plötzlich wieder ein bisschen stärker. Oh, scheiße, da hat er mich geklatscht und zwar sowas von. Aber zumindest will er jetzt nicht mehr fliehen erstmal, weil er schon gerade geflohen ist. Da denkt er, hier wäre besser dran. Ist er aber nicht. Er schmeißt nur mich wieder mal raus. Das ist ja mal wieder klar. So. Mega-Trunk einsetzen, genau. Unsere Waffen sind leider nicht mehr im allerbesten Zustand, aber das sieht man daran, dass die jetzt nicht mehr blau leuchten, sondern grün. Aber ich bereite erstmal eine Fassbombe vor. Komm mal her. Hey, da geblieben. Na gut, das kann ich vergessen. So, Wetzstein erstmal. Und dann kriegen wir das Vieh auch. Waffen schärfen. Schärfe wieder vollständig hergestellt. So, und kloppen. Und zwar drauf. Lagombi, versuch's nicht zu vertuschen. Ich weiß, dass du geschwächt bist. Ich weiß es. Auch wenn du jetzt wieder deutlich stärker bist als zuvor, hat man das Gefühl. Aber eigentlich ist es nicht so. Ja, komm, gleich haben wir ihn. Wie? Ist er jetzt nicht mehr hier? Das ist ja scheiße. Dann konnte ich ihn ja gerade gar nicht mehr kriegen hier irgendwie. Wo ist er denn? Ja, dann haut drauf. So. Ja, er drängt mich immer ab. Ich will das nicht. Boosten. Wegboosten. Na, warte, ich vernichte dich. So, jetzt ist er geflohen. Aber nicht mit mir. Ich booste ihn noch weiter weg. Der glaubt vielleicht, der könnte das mit mir machen, aber da hat er sich weit verschätzt. Ziel erreicht! Ich bin gut. Boah, ja, so gut habe ich das noch nie. Also ich bin überrascht von mir selbst. Das ging ja flott sogar. Wir sind nicht mal unter Zeitdruck geraten. Das war tatsächlich jetzt nicht mal schwer. Vielleicht hätte ich öfter... Aber die habe ich auch schon öfters genommen, die Waffen. Und trotzdem habe ich verkackt. Naja, gut. Das hat super funktioniert. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, im nächsten Part machen wir dann, also im zweiten Part und seit letzten dann auch, also letzten Part hiervon, jagen wir dann den Plesiot. Das werde ich, wie gesagt, nicht schaffen, aber ich denke, heute habe ich in diesem ersten Part zumindest schon mal ordentlich Dampf gemacht und den Lagombi gekloppt. Plesios gefällt mir eigentlich nur die Region. Ansonsten, ja. Was das soweit mit diesem Part. Freut euch auf den nächsten Part dieser Demo. Bis dann, ciao, euer Cicero.